Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und dies ist ein, ich sag mal, Testvideo. So stelle ich mir dann, was die Auflösung angeht, das auch vor. Und ich dachte mir, wenn wir es schon testen, dann testen wir es auch gleich mit Skype und hast du nicht gesehen. Deswegen an meiner Seite der Erfinder des modernen Ego-Shooter Let's Plans. Der großartige Alpha 87 LP. Du hast vergessen, der King von Halo 4. Und von Deus Ex. Dafür trete ich dich jetzt. So, jetzt das ist das... Zockt der Unreal. Ich werd bekloppt, der Venom zockt Unreal. In den Kommentaren mehr von. Ist egal. Da wird's ja auch mehr von geben. Also wie gesagt, den Story-Mode wird es geben. Das habe ich mir schon vorgenommen. Habe ich schon gesagt, dass ich liebe. Ich spiele übrigens die Version, die es so nicht gibt. Für die Leute, die das wissen wollen. Also, doch außerhalb unserer deutschen Grenzen, ja. Da kenne ich auch so einen, der das macht. Ja, weil ich fand das erste UT immer noch am besten. Ja, super. Ach, kann ich mich noch dran erinnern, damals in der Schule. Während des Computerunterrichts. Ach, war eine Zeit. Na, ihr wart schon auf UT? Neben CS, ja. Also sprich so Quake 3 Arena und UT, ne? So ein Case, also mehr alles so Netzwerk, ne? Kennst ja. Genau. Ja, wir waren noch Counter-Strike bisschen gedaddelt. Wir waren noch die Doom-Generation. Ah, da werden mich, glaube ich, meine Lehrer nie bis heute nicht vergessen haben. Ja, meine Lehrer waren auch nicht so begeistert von, dass wir damals gerne haben wir ja CS 1.6, glaube ich, war das? Mhm. Und das war, ja, nicht so das, was sich die Lehrer vorgestellt haben. Das Schöne aber ist die ja, Aufgabe haben wir gelöst. Es hieß ja, ne, wie kommt man oder wie kommuniziert man in einem Netzwerk untereinander? Genau. Go, go, go! Richtig, hat geklappt. Einfache Befehle, das klappt auch in der Armee. So. Also wir haben hier die Map Tempest für die Leute, die nicht das erkennen konnten. Mit 16 Playern, 15 Bots und glaube ich ein Frag Limit habe ich glaube ich drin von 30, glaube ich. Sollte gleich relativ schnell fertig gehen. Ist auf 32-Bit Farbtiefe. Sollte also auch für YouTube-Verhältnisse ganz okay sein. Wird natürlich hier gemacht mit 60 Frames, klar. Weil 60 Frames Aufnahmen sehen dann doch mal noch einen Tacken besser aus als 30 Frames Aufnahmen. Na komm. Aber es sieht immer noch gut aus. Ja, und es ist immer noch schnell wie Hulle. Wenn du überlegst, wie viel von diesen Unreal Engine jetzt existieren, ja, ne? Ja. Dass das der Grundstein war. Ja, da waren noch Zeiten, da waren Ego-Shooter noch wichtig. Und wenn ich immer ganz frech bin, würde ich sagen, das ist die Definition eines Multiplayer-Shooters. Und nicht, wir treffen uns 2,5 Stunden und campen irgendwo in Afrika. Meinst du jetzt wegen Planet Side 2 oder? Oder was wir da noch alles haben. Na komm. Ich meine, wenn du Planet Side zockst, kannst du ja echt eine Stulle noch nebenbei machen oder mehrere Stullen, das kann lange dauern. Ja, da gab's ja dann irgendwie genug Games, die so waren, ne? Ich meine, das ist ja schön realistisch, aber man muss es auch nicht ganz übertreiben. Hast du hier gerade in den Hintern geschossen? Ich glaube ja. Boah, was bist du denn für einer? Ja, sie hat sich nicht umgedreht, sie hat sich woanders hingeschossen. Ah, ja, wie ziehe ich denn heute? Das erinnert mich ein bisschen auch an alte NBC-Giga-Zeiten. Die haben sowas oft hatten. Die haben sowas noch machen dürfen? Ja, ich glaube ab 23 Uhr. Ah, es ist einfach ein absoluter Klassiker, da gibt's überhaupt nichts. Das funktioniert eben heute eben auch noch. Ah, schön. So, gib mir mal die Flecken. So, da wird geschossen. Das war meine Leiche.
Dich krieg ich aber wohl. Na also. Also bei Halo hättest du jetzt schon fast einen Kill-Tacular. Ja, hier dauert's noch. Also ja, wir haben ja noch gar keinen Monster-Kill oder Killing-Spree. So. Ah, natürlich. Aber du musst weiter. Ja, das war besser als bei dem anderen Test, den ich mal gemacht habe. Wir haben, glaube ich, als, weiß nicht, fünf letzte abgeschlossen. Ihr seht auch, dass ich jetzt schon ein bisschen anfange rumzuhüpfen. Es ist noch weit weg von einem Dodge-Jump, aber er hüpft schon. Kannst du auch einen Nate-Jump? Du kannst auch hier, wenn du ganz geil bist, ein Strafe-Dodge-Jump. Oder die Kombination ein Strafe-Dodge-Jump nach einem Impact-Hammer. Dann drehst du aber auch vollkommen durch. Dann bist du hier der Oberskiller. Ah. Irgendwie erwarte ich jetzt vom ganzen Setting und vom Design irgendwie die Tools mit den drei Titten. Obwohl, heutzutage müsste sie echt hängende Titten haben. Ach, Quatsch. Das kann man auch heute alles mit moderner Chirurgie hinkriegen. Meinst du auch für Frauen dieser Art? Ach, sicher. Auch nach 20 Jahren? Ach, sicher. Das klingt okay, ist so mittlerweile 30 Jahre, ne? Ja, 30. Ja, gut, aber hör mal. Du kennst das doch. Alles geht alles mit einer Heißklebepistole. Ja, das stimmt. Als Elektriker habe ich auch immer ein Isolierband mit. Und es hilft! Ja, natürlich. Au. Das ist ja alles zu sehr Infight. Treffer. So. Du wirst ja hier noch geschossen. So sieht das übrigens aus, wenn das Bild mal stehen bleibt übrigens. Das passiert aber bei UT recht selten. Vor allem, wenn man versucht zu campen. Ich glaube, das ist wirklich ein Spiel, da gewinnst du als Camper aber mal gar nichts. So. Ja, wer stehen bleibt, verliert. Ah, ich krieg dich. Zack. Also, wenn ich Kirmesbetreiber wäre mit einer Zielscheibenbude, hätte ich dich gerne als Kunden. Aber irgendwann fallen sie alle. Bis dahin kann ich mich, glaube ich, dann zur Ruhe legen, wenn du fertig bist. Ja, voll. Oh. Ah, knapp. Du hältst dich aber noch wacker. Manchmal trifft man da doch. Na komm. Schwein gehabt. Also diese Sägewaffe hat mich gerade an Gears of War erinnert. Ja, die, haben das auch gespielt. Das ist ja von Epic Unreal Tournament. Oh! Das wusste ich jetzt nicht, dass von Epic ist. Endlich mal ein Headshot. So, habt ihr jetzt auch mal ein Headshot gesehen? Du bist gut. Aber ich habe noch viel vor mir, also das ist, so. Naja, du mir auch. Die Mucke ist auch geil dazu. Die Mucke ist super geil. Also der Soundtrack ist, knapp.
So, was sagt die Uhr? Schaffen wir noch einen? Na komm, dann schaffen wir noch eine Session. Oh, was ist das denn für eine beschissene Karte? Ich glaube, du fliegst leicht vom Level. Willkommen bei Dead Space. Ja, kommt hin. Wow! Halt, 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 halt! Reicht doch. Das finde ich nicht gut. Dead Space trifft Star Wars. Ja, da springe ich bestimmt runter. Ich bin voll irre, oder was? Feige, feige. Ja, wie scheiße bist du denn? Die fliegt schon raus, du schießt drauf, ey. Ah, geht. So, kann ich mich in den Gang retten. So, hier sind sie doch alle. Oh, jetzt eine Nate haben. So, also die sind alle hier. So. Sagte er und es ist keiner hier. Aber stimmt, hat echt was von so alten Star Wars Korridoren, ne? Hm. Ich glaube, jemand sollte mal die Putzfrau rufen. Ah, wieso ist das alles Blut? Ja, du mir auch. Was hab ich denn immer für beschissene Respawn Points hier? Uah. Na, ist klar. Weg ist es. Nee, ich glaube, das sollte ich lassen. Das geht nicht gut. Was ist das denn? So, ich schalte einfach wieder zu. Das ist das Schöne, wenn sich ein Virenscanner meldet, der eigentlich nichts zu melden hat. Aber er muss sich ja auch irgendwie wichtig machen. Der will dich doch nur schützen. Richtig. Vom Spielen. Sicher, Ego-Shooter sorgen dafür, dass du gefährdet bist für einen Amoklauf. Ja, so wie ich schieße ja eigentlich nicht, ne? Nee. Alter. So wie du schießt, würde man dich, glaube ich, eher auslachen. Genau. Der einzige Amokläufer, der vor der Schulklasse heult. Warum? Ich konnte nicht treffen. Alter! Also hier geht's aber. Du hast doch keinen gekillt. Ja doch, mich selber. Halt! Halt! Oh. Lieber Minus eins. Minus eins. Das Ziel ist nicht jetzt, wie weit du springen kannst. Es ist auch nicht so weit, wie man sieht. So, da rein, genau. Den weg. So, jetzt sind wir erstmal schon wieder bei 0. So, wir sind auch noch bei minus 1. Der Killer hat nicht gezählt? Alter! Ich werde hier beschissen. Ja, die achten nicht mal auf dich, weil die finden dich dann schon selber schon lächerlich. Minus 1, ey. Ich glaube, es geht hier überhaupt nicht, ey. Die Runde ist nicht so toll für dich. So. Bin wieder auf 0. Tja. Hauptsache erstmal bei 0. So, positiv. Yay! Das einzige Positive, wo man sich dann freut. Oh, vielleicht bei anderen Gelegenheiten ja auch. Man weiß das ja nicht. Was auch immer jetzt gerade war. Wie sagt man so schön, das einzige Negative, wo ich mich freue, ist beim HIV. So. Aua. So. Mm. Jetzt geht's zur Sache. Comeback. Aufholaktion. Anschlusstreffer. Ja, bei 25 zu 0. Da, guck dir das mal an.
Ja, Panik ist genau das Richtige. Positiv schau, mein Freund, positiv. So. Das ist jetzt so geil. Das war gekonnt. Du spielst wie ich in jungen Jahren. Das ist ein positives Signal, ich weiß es. Nee, hey! Fall nicht. Das ist so geil. Die Gravitation ist mein Freund. Alter. Jetzt war es aber richtig zermatscht. Hier, guck mal, die beachtet dich gar nicht. Das hat sie davon. So. Wegen der Ignoranz, oder was? So. Du verarscht. Mein Kollege würde jetzt sagen, oh mein Gott, gestorben durch eine Piste ist echt peinlich. Ja, bestens doch Messer. Ja, er findet es immer wieder witzig, wenn ich in Halo 4 mit einer Pistole durch die Gegend schieße und dann noch Leute damit voll viele kille, sagt er, wie Hammer ist das denn? Wie peinlich muss das sein, durch eine Pistole zu sterben? Finde ich nicht. Nein. Jeder Tod ist ein Gerechter. Du Sucker. Nein. Dieser Level ist genau meine Welt übrigens. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt. Man spürt die Emotion. Es ist, glaube ich, eine Stage, die habe ich ja drauf wie sonst was. Du machst es einfach nur spannend. Nicht schlecht. Ist egal, wie die dich einfach ignorieren. Ja, guck mal, den Punktstand. Das ist der letzte. Ja, ja, ist schon gut. Passt schon. Der von alleine. Ja, ich kann nicht mal die Sekundärwaffe zücken. Ich wollte jetzt mal was... Warte mal, wenn ich nochmal irgendwo zufällig... Krieg ich den wahrscheinlich eh nicht. Oh! Einmal ab in Space! Das war böse! Geil, aber böse! Das war jetzt fett fies. Komm. Das war so schlecht, das machen wir jetzt nochmal. Direkt nach dem Spawn tot. Ah. Das war böse. So. Gibt's hier keine Gegner? So. Ah, immerhin schon mal nicht letzter. Das haben wir gerade anders gesehen. Aber hier... So, weg damit. So, haben wir dich. Aber dich auch. Ja, natürlich. So, da haben wir, was haben wir hier für einen schönen Weg. So. Na, komm, läuft.
Jo. So. Wie ein wild gewordener Berserker. Schon wieder mitten in den Rücken. Du hast aber richtig gut aufgeholt. Ja gut, jetzt verliere ich auch wieder ordentlich. Boah. Immer schön mitten in den Rücken. Oh. Der war gekonnt. Weg. So. Double kill. Schön. Jetzt kriegen wir doch wieder das alte UT-Feeling. Double kill, multi kill. Ist klar. Autsch. Ist klar. Ah, manchmal treffen sie doch. Es geht wieder los. 8 Punkte Abstand. Wenn mal einer die Flak abkriegen. Ja. Ah. So. Ja gut, ich muss nicht lernen zu aimen. Ah, im Sprung. Das war übrigens fies. Yeah, es ist, Also du willst die Kampagne machen? Ja. Finde ich gut. Weißt du, wie lange die Kampagne läuft? Ich glaube so, was weiß ich, 24 Missionen? Also so Ego-Shooter-typisch. Ja, du spielst ja sozusagen die mehreren Modis durch. Mhm. Und das glaube ich an verschiedenen, damit du dann gegen den großen Mega. Endgegner. Hier geht's zur Sache. Hier geht's zur Sache. Okay, das war chancenlos. Hütet euch vor Wärme mit Erneknarre in der Hand hat im Ego-Shooter. Ja, ich schieße auf alles, was sich bewegt. Das, gut zu wissen, dann werde ich in Zukunft The Friendly Fire anhaben. Ja, das will ich auch hoffen, dann kann ich dich auch erledigen. Richtig. Wer ein Team braucht, ist einfach nur einzeln unfähig, so. Ah, oh, war schon mal ein schöner. Also, auf jeden Fall habe ich jetzt hier schon mal die meisten Double Kills. Damit bin ich schon zufrieden.
Ich glaube, nach Double Kill kommt dann Multi-Kill und glaube, ab dem fünften Kill in Folge, glaube ich, Killing Spree oder so. Und irgendwann kommt dann Domination, glaube ich, bei 10 oder so. 10 in Folge. Kill Tecula. Oh, verloren. Hast dich aber trotzdem gut geschlagen. Komm, einen machen wir noch. Einen machen wir noch in diesem. Sind wir jetzt Wikinger-Schiff? Einer geht doch. So. Auch total geräumig. Die benutzen sehr viele Schimpfwörter. Ja, kann man ausschalten. Also man kann die auch sich ziemen lassen. Boah. Ja, toll. Das ist ja schon wieder... Wo kommen wir denn da hin? Ist klar. Ist aber, glaube ich, auf... Nein! Komm, ich mal das Schiff kalt. Mann über Bord. So, Killing Spree, genau. Oh, die bleibt ja auch nicht stehen, ey. So. War denn hier was? Guck mal gerade, so wahnsinnig geräumig ist das Schiff nicht. So, weg mit dir. Mach der schön feierlich die Tür auf, ich bin ja froh. Das war mal schön. Kriegen die eigentlich immer den Raketenwerfer her? Die wissen, was ich aber auch gern müssen. Die wissen was, was ich nicht weiß. Die Blutfontäne ist natürlich Kunstblut, ne? Also macht euch da keine Gedanken. Genau, ist genauso wie der Rauch in Resident Evil 2. Oder 3? Nein! Ich glaube, bei Resident Evil 2 war ja grünes Blut und im dritten Teil war Rauch. Ist ja auch vernünftig. Richtig. So. Das ist auch eine Stage, die ich total merke. Merke ich schon gerade. So. So, hätte ich den jetzt noch erreicht, wäre es, glaube ich, Malfi-Kill. So, Raketenwerfer. Habe ich wahrscheinlich nur 2 Sekunden. Natürlich habe ich hier nur 2 Sekunden. Oh, ich kenne das. Hier kannst du nämlich auch was Schönes machen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das wollte ich mal zeigen, aber das kann ich wahrscheinlich in jedem Modus vergessen. So, die Anti-Gruff-Boots. Was mir, glaube ich, bei der Stage... Ich glaube, so irgendwie gar nichts bringt. Oh, eine schöne Knarre. So, wo komme ich denn hier her? Tschüss. Da ist der Raketenwerfer. Kann ich mal was zeigen? Ich mache mal Sekundärfeuer. Dann explodieren die im Gang. Ja! Sind da mehrere Schiffe? Also ein blaues Segel? Ich glaube, hier werde ich auch wieder Quoten, letzter. Ach ja. Aber dann habt ihr mal ein bisschen was zu lachen gehabt. Ja, aber jetzt findest du gerade keinen Arsch. Gibt's da irgendwas umsonst oder wo sind sie?
Ich weiß es nicht. Da ist jemand. Klar, aus dem Warp, Rakete, tschüss. Natürlich. Natürlich. Auch hier wieder die Frage, woher weiß die KI das? Sie wissen es einfach, ne? Ich sag mal jetzt nichts dazu. Weil manchmal denke ich echt, das ist eine Verschwörung. So. Na komm. Ja, kein Schwein hier. Doch, ist einer und tot. Ich bin stolz. Nee, ich nicht. Ich nicht. So, weg. Ich kann übrigens auch hier, ne, wenn ich gangstermäßig schießen will. Wie man sieht, bringt das gar nichts. Das muss der Impact Hammer. Ah, komm mal, einmal Impact Hammer Sprung. Naja, brauche ich gar nicht mehr. Hab ich verloren. Naja, egal. Dann würde ich mal sagen, danke, dass du bei dem Test dabei warst. Immer gern. Also mal dich beim Ego-Spieler zu sehen, ist lustig. Ja, das ist auch noch die ganze Story-Kampagne sehen. Da werde ich wahrscheinlich dieses Spiel auch endlich wieder so gönnen, wie ich es mal konnte. Und vielleicht auch mal so treffen, wie es nicht gehört. Wobei wahrscheinlich die Maps hier wahrscheinlich für diese Anzahl von Player gar nicht ausgelegt sind. Aber gut, was willst du machen? Na egal, dann ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Test. So ungefähr wird es dann werden. Und dann könnt ihr davon ausgehen, bald geht's los. Und dann gibt's das volle Blut hier und die vollen Penisse. Ne? Penis, und so. Genau. Wir sehen uns. Tschüss. Jo. Tschüss.